Samstag, 10.11.12. Direkt in der Innenstadt bekommen die jungen Medienmacher Einblick in die Werbeagentur zum Goldenen Hirschen, die auch in New York zu Hause ist. Wer seid ihr und was macht ihr? Ich bin Ralf Gessner, Leiter der Beratung hier am Standort an der Alster zum Goldenen Hirschen. Und das ist? Das ist Henrik Tüxen, war ja mal, jetzt ist er Henrik Stefani seit 2 Monaten. Und ich bin Kreativdirektor, allerdings nicht hier am Standort Alster, sondern Standort Dammtor, 500 Meter oder 1000 Meter Luftlinie. Wir haben heute zum einen, wollen wir uns als Agentur natürlich vorstellen, zeigen, wie eine Agentur und der Alltag hier funktioniert. Zum zweiten haben wir eine Präsentation, die wir so auch vor Kunden halten würden. Also wir würden quasi eine Agenturdarstellung machen mit verschiedenen Cases, mit verschiedenen Fällen und erzählen, was wir dort konkret mit den Kunden angestellt haben und wie unsere Werbung aussieht. Wir wollen ja niemanden überreden und in die Werbung bringen, der nicht will. Die Leute sollen sich einen Eindruck vermitteln und ich glaube, dafür sind die Medientage auch ganz gut geeignet. Und warum kein Journalismus? Ich habe in beide Bereiche reingeschnuppert. Ich habe selbst 6 Jahre auf Verlagsseite gearbeitet und habe mich für Werbung entschieden, weil Werbung für mich irgendwie ein bisschen mehr Spaß bedeutet und vor allem Abwechslung. Man arbeitet immer wieder für verschiedene Kunden, unterschiedlichste Branchen, in die man sich einarbeiten muss. Und das hält frisch in der Birne und macht einfach Spaß. Genau, gerade auf kreativer Seite ist auch toll, ganz aktuell natürlich in Social-Netzwerke reinzugehen. Zum Zweiten aber natürlich auch den einen Tag bist du auf dem Dreh, drehst einen Film, nächsten Tag machst du eine Printanzeige, klassische Headlines, dann geht es ins Studio, wo du Funkspots aufnimmst, also kein Tag gleich dem anderen. Und das ist eigentlich so ein Grund, weswegen jetzt auch bei mir nach 16, 17 Jahren irgendwie jeden Morgen noch gerne aufstehe und zur Arbeit gehe, weil immer was Neues passiert.